Es gibt also einen weiteren Preis in dieser Kategorie Wissen und Bildung. Und der geht an, was heißt schon arm? Herzlichen Glückwunsch! Als ich noch beim Radio gearbeitet habe, da war ich eigentlich tagtäglich immer auf der Suche nach Moderationsfutter und da war ich wahnsinnig dankbar, dass es jeden Tag so komische Umfragen gab und Statistiken. Ja? Ein Tag hieß es dann, die Hälfte aller Bundesbürger hat im Grunde kein Problem mit täglich anfallender Hausarbeit, aber am nächsten Tag musste ich dann lesen, immer mehr Deutsche lassen ihre Wohnung verlottern und dann habe ich mich gefragt, was? Sind wir jetzt Messis oder eben nicht? Also das ist im Grunde tatsächlich so geblieben, dass es heute gefühlt eine Umfrage gibt und am nächsten Tag eine, die ihr widerspricht und das hat mich dann zu einer Frage gebracht, beziehungsweise ich musste länger drüber nachdenken, als nämlich neulich die Bertelsmann Stiftung eine Studie vorgelegt hat, eine groß angelegte Studie, hieß es ja danach, jedem fünften Neurentner droht die Altersarmut und es hat auch gar nicht lange gedauert, bis irgendwelche Faktenchecker Teile dieser Studie wieder widerlegt haben. Also was genau bedeuten eigentlich diese Zahlen, die wir da tagtäglich um die Ohren gehauen bekommen und wir als Journalisten arbeiten damit ja auch tagtäglich. Was konkret bedeutet beispielsweise Armut? Welche Parameter werden genutzt? Welche könnten vielleicht genutzt werden, um Armut besser zu vermessen? Das Team von Spiegel Online hat sich dazu kluge Gedanken gemacht und das sei hier auch erwähnt, wie eben schon bei dem Projekt vorher das gewonnen hat. Die Protagonisten spielen dabei eine wahnsinnig wichtige Rolle. Die lassen einen richtig nah rankommen und man kann nachfühlen, weil das ist natürlich eine Frage der Würde. Wie geht man damit um, arm zu sein? Was heißt das im Alltag? Und das beschäftigt einen selber und das bedeutet natürlich auch wahnsinnige Einschnitte im Leben. Und Armut bedeutet im Grunde natürlich für jeden etwas anderes. Das Ganze in einer Zeit, in der diese berühmte Schere zwischen Arm und Reich natürlich immer weiter auseinanderklafft. Und die Jury meint zu diesem Projekt, Florian Diekmann und Britta Kollenbroich leuchten in ihrer Webreportage die dunklen Flecken unseres Armutsverständnisses aus, indem sie ein mehrdimensionales Konzept nutzen. Der Kampf um das Selbstwertgefühl und gegen das Stigma Armut, das zeigt diese Reportage sehr eindringlich, sind oft belastender als das tägliche Haushalten. Also, wir haushalten jetzt nicht mit der Freude. Hip, hip, hurra und nochmal herzlichen Glückwunsch an Florian Diekmann und Britta Kollenbroich und ihrem Team von Spiegel Online. Ganz herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Kommt ruhig. Ruhig nach vorne. Näher ran an die Leute. Nähe. Erfolgsrezept. Was ich mich gefragt habe, als ich vor allen Dingen die Porträts, die Interviews gesehen habe, was war das für ein Prozess, die Menschen, oder was musste passieren, damit man sich so aufeinander einlässt, ihr so offen all dem gegenüber und die sich so aufmachen und euch das erzählen. Was war da so die, gibt es ein Erfolgsrezept hinterher oder eine Erklärung dafür, warum das einfach so, so ehrlich und offen und würdevoll abgelaufen ist? Ja, schwierige Frage, sehr lange Frage. Sehr schwierige Frage und ich glaube auch die größte Herausforderung bei dem Projekt fast, die Protagonisten zu finden und das Vertrauen mit ihnen aufzubauen. Also wir haben ganz lange im Vorfeld mit denen geredet, erst telefoniert, dann vor Ort mit ihnen gesprochen, weil es natürlich, wie gerade schon gesagt, echt schwer ist, über dieses Thema zu reden. Und was sich im Zuge dessen auch herausgestellt hat, dieses Stigma ist einfach so krass, dass die meisten gesagt haben, ich bin aber nicht arm. Also ich möchte nicht sagen, ich bin arm. So, also sie haben immer, war ihnen sehr daran gelegen, dass genau das nicht gesagt wird, weil da ganz viele Konsequenzen mit zusammenhängen. Also gerade bei der Familie zum Beispiel, wie reagieren die Mitschüler, wenn so eine Reportage über die Familie erscheint und da waren ganz viele Sorgen. Also. Würdet ihr euch im Nachhinein mit der Erfahrung, die ihr gemacht habt, eine andere Konnotation für das Wort arm wünschen? Also weil arm ja auch oftmals als was Minderwertiges angesehen wird. Das ist aber arm, das ist aber armselig. Dass man jetzt sagt, man benutzt ihr das Wort anders, wünscht ihr euch eine andere Bedeutung für eine materielle Armut? In jedem Fall. Also das ist ja irgendwie auch so, dass
was an diesem sogenannten multidimensionalen Modell irgendwie auch rausgeht, allein über die Tatsache, kein Geld zu haben, was die Protagonisten verbindet und eigentlich auch die Definition von Armut ist, bedeutet, dass man nicht teilhaben kann an der Gesellschaft, dass man eben sich auch ausgegrenzt fühlt. Und die Gründe dafür, die sind ganz vielfältig, ehrlich gesagt, die können auch in vielen Bereichen liegen. Aber zum Beispiel bei dem Herrn Huber, dem armen Rentner, da ist es so, der hat halt den Wunsch, irgendwie ein-, zweimal im Jahr in seinem geliebten München mal wieder in den Biergarten zu gehen. Und da hapert es wirklich nicht an viel Geld. Ne? Aber wenn du 4 Euro hast irgendwie in der Grundsicherung für Arme, das ist der Hartz-IV-Regelsatz, dann ist das relativ schwierig. Und gleichzeitig, glaube ich, würden viele Leute den Mann aber auch gerne mitnehmen. Also es war auch die Reaktion von vielen Lesern. Und ich glaube, genau diese Konnotation, hoffe ich auch so ein bisschen, ist durch die Reportage rübergekommen. Arm zu sein, ist, da stehen Menschen dahinter, mit denen man wirklich sich auch gerne trifft und mit denen auf Augenhöhe redet, die interessante Dinge zu sagen haben und die vollwertig in unsere Gesellschaft gehören. Und diese Möglichkeit sollte man ihnen geben. Vielen Dank. Möchtest du noch was sagen? Nein? Vielen Dank, ganz herzlichen Glückwunsch. Wir machen noch ein Foto fürs Familienalbum. Da, wo Licht ist, hier, da Licht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, klatschen Sie noch mal ganz herzlichen Glückwunsch und ganz vielen herzlichen Dank, Mitri Sirin.